Wir haben ja heute nicht so sehr das Problem, dass wir also eine Unterversorgung mit Nahrungsmitteln, mit industriellen Massenprodukten haben, sondern dass wir ein Lebensqualitätsproblem haben. Also wenn jetzt diese Förderpolitik, die jetzt im Land Brandenburg angedacht ist, dass also nur noch Schwerpunkte oder der Speckgürtel gefördert werden soll, so Punkt für Punkt umgesetzt wird, bedeutet das eigentlich ein richtiges Aus für die ländlichen Regionen. Wie sieht das Bild der Stadt wirklich aus, wenn es dann so ist? Man kann sich es ja nicht vorstellen. Momentan arbeitslos. Jetzt hier Alk 2 und das ist auch nicht so besonders. Alle Jobs, sieht scheiße aus. Der Bedarf, unter Leute zu gehen und dort gemeinsam was zu unternehmen, der lässt immer weiter nach. Also so sehr wie die Angebote rundherum nachlassen, so lässt auch für diejenigen, die noch was anbieten, der Bedarf nach. Dieser Umbruch ist ein Such- und Experimentierprozess und den muss diese Gesellschaft durchhalten und aushalten. Und auch in diesem Experimentieren sind ja Perspektiven drin. Jetzt kommt die gleiche Runde, ja? Na gut! In dem Teil, dem ich jetzt gerade zugewandt stehe, kann ich mir dann zukünftig Erlebnisbrauerei vorstellen. Aber man hört euch von vielen, also dass man sich halt heutzutage was traut, das sagen halt viele, ne? Dass man nicht sich hinsetzt und sagt, alles scheiße, keine Arbeit. Und wir haben schon überlegt, ob wir uns mal irgendeine stabile Weinsorte besorgen und oben noch ein paar Weinreben außerhalb mal mit ansetzen. Und es geht ja gar nicht darum, dass der Wein gut sein muss, aber einfach nur, weil es vogtländischer Wein ist. Eigentlich sollten die Menschen wieder dazu kommen, zu verstehen, wie Geld gemacht wird und sich im Zweifel ihr eigenes Geld machen, wenn sie merken, es wird knapp. Die Überschuldung von Städten und Kommunen an dieser Stelle zeigt ja auch dringenden Handlungsbedarf. Wenn die Theorie stimmt, dass Biomasse mal diesen Stellenwert kriegt, wie wir ihn uns ausmalen hier, ne, dann ist eigentlich im Grunde genommen jetzt nur noch die Frage, kriegen wir wirklich dezentrale Geschichten fertig? Kriegen wir es wirklich in jedes Dorf ein kleines Kraftwerk? Wir können uns da hinstellen und sagen, wir sind die Guten. Kommt doch zu uns. Ja, bist du da sicher, dass wir 100%ig die Guten sind? Naja, ich kann das da erstmal vertreten, oder? Schwierig, ja. Weil wir sind zwar jetzt der Meinung, wir machen das besser, aber ob das nicht besser ist, das sehen wir auch schon 10 oder 20 Jahren. Dass wir das nicht besser machen, das wissen wir auch. Das könnte ja keiner voraussagen, ja.